Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute habe ich mich eingefunden, um die dritte Lesung zu machen von dem Buch von Karl-Heinz Deschner mit Gott und den Faschisten, um, soweit wie ich es heute schaffen werde, dieses fünfte und abschließende Kapitel seines Buches, wo es über die Gräuel im Kroatenstaat geht, also der Vatikan und die Kroatengräuel, während des Zweiten Weltkrieges, hoffentlich mehr oder weniger zum Abschluss zu bringen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, was wir jetzt lesen werden. Wir hatten ja ein paar sehr grausame Stücke gelesen letztes Mal, wie die Ustascha verschiedene Tausende, in total Hunderttausende Menschen im Lauf der Jahre zwischen 41 und 45 dort umgebracht hat. Und das waren ja keine besonders schönen Berichte, die wir da gelesen haben, und ich gehe auch leider genauso blutrünstig heute weiter, denn ich muss hier jetzt eine Sache vorlesen, die aus dem Buch von Edmond Paris kommt, aus seinem Buch Genocide in Croatia, ein Buch, das man auf spirituallysmart.com gratis sich runterladen kann, und wer das da nicht findet oder gerne haben möchte, dem kann ich das zur Not auch auf meinem eigenen archive.org in meiner Bücherei dort hochladen, dass es dort auch steht. Ich probiere das nur meistens, wenn die Bücher sonst wo zu bekommen sind, nicht zu machen, sondern dass ich bei mir Dinge hochlade, die eben sonst nicht zu bekommen sind. Jedenfalls in diesem Buch, der Völkermord in Kroatien von Edmond Paris, da gibt es auf Seite 55 eine Aussage, die ich damals in Englisch auch gelesen hatte, in Extrasendungen zu der verborgenen Geschichte der Jesuiten, was ich in Deutsch nicht gemacht habe. Und deswegen komme ich da heute drauf. Das heißt, wie man ein Menschenschlachter wird. Und dann gehen wir jetzt mal in diesen Teil, das ist eine Seite, da, die da drin steht, die ich gestern übersetzt habe. Dann gehen wir da jetzt mal rein und lesen mal diese Aussage von einem Ustascha selber über, wie man in Kroatien zu einem Menschenschlachter wird. So. Ustaschi-Kämpfer und Kehlschlitzer V. Max Luburik bildete jüngere Ustaschi aus und erzählt, wie diese zum Menschenschlachter wurden. Mit einem speziell angefertigten Langmesser mit scharfer Klinge schlitzte Luburik bei Jasenovac, das ist ja das Konzentrationslager, wie wir inzwischen wissen, eine unglaubliche Anzahl von Kehlen auf. Artukovic beförderte ihn in die Meister-Kehlschlitzgruppe, eine angesehene Elitegruppe in Jasenovac, die sich aus berüchtigten Mördern wie dem Franziskanermönch Miroslav Majstorovic, Filipovic, der sich bei seinem Prozess wegen der Tausende, die er geschlachtet hatte, rühmte, Pater Zvonko Brekalo, Pater Čulina, Zvonko Lipovac und so weiter gebildet hatte. Der 19-jährige José Oreskovi trat 1941 in Zagreb in die Ustaschi ein, und sein Zeugnis werden wir jetzt durchlesen. Er wurde 1942 gefangen genommen. Mit eigenen Worten berichtete er von seiner grausamen Geschichte in einer ruhigen, sachlichen Art, sein Training, seine Reaktion und seine ultimative Beteiligung an der menschlichen Schlachterei. Er sagt, sie, bezugnehmend auf Internierte im Konzentrationslager, sie schliefen unter freiem Himmel. Sie bekamen nur salzigen Fisch zu essen, aber obwohl Wasser in Sichtweite war, wurde ihnen nichts gegeben. Die Lagerkommandeure befahlen uns, 200 Gefangene aus der ersten Gruppe herauszutrennen, die wir dann zum Meer bei der Stadt Park brachten, wo sie geschlachtet wurden. Einige meiner Kameraden und ich konnten die Schlachtung nicht ertragen. Wir konnten's nicht tun. Dann tadelten uns die Kommandeure und fragten uns, welche Art von Kroaten und Ustaschi wären wir denn? Sie sagten, wer einen Juden, Serben, Zigeuner oder Kommunisten nicht mit Freude töten konnte, war kein Ustaschi. Um uns für das Töten zu gewinnen, gaben sie uns Jüngeren Wein und Likör. Sie brachten gefangene Mädchen, zogen sie nackt aus und sagten uns zu wählen, welche wir wollten. Jedoch
Nach unserem Geschlechtsverkehr mit den Mädchen sollten wir sie töten. Einige der Jungen haben sich betrunken und sich mitreißen lassen. Sie konnten es tun. Ich konnte nicht. Es ekelte mich an und ich sagte es offen. Ein paar Tage später kam ein hoher Funktionär, Luburik, den wir am Anfang dieses Artikels gerade kennengelernt hatten. Luburik war sein Name, aus Zagreb ins Lager. Er kam, um die Arbeit im Lager zu sehen. Dann begannen die wirklichen Massaker. Unsere Männer töteten so viele Menschen, dass das ganze Meer um Park rot war. Luburik wurde informiert, dass ich und einige der anderen sich weigerten zu töten. Luburik rief dann alle Ustaschi zusammen. Wir standen in Formation. Er hielt eine Rede, in der er sagte, dass diejenigen, die Serben, Juden, Zigeuner und Kommunisten nicht töten könnten, Verräter des Ustaschi-Staates wären. Dann fragte er, wer von uns nicht töten könne. Ich antwortete, ebenso wie andere, aber da meine Stimme als erst die erste war, die sprach, rief Luburik mich aus der Reihe und als ich vor der Formation stand, fragte Luburik mich, was für ein Ustaschi sind Sie, wenn Sie keinen Serben oder Juden töten können? Da habe ich ihm gesagt, ich wäre jederzeit bereit, mein Leben für den Anführer, den Poglavnik Pavelic, zu geben und dass ich einen Feind in der Schlacht töten könnte. Aber ich konnte einfach keine unbewaffneten Menschen töten, sicher doch keine Frauen und kleine Kinder. Er lachte laut auf und sagte, dass auch dies eine Schlacht war, dass Serben, Juden, Zigeuner und Partisanen keine Menschen, sondern wilde Bestien waren und dass es die Pflicht eines Ustaschi war, Kroatien von dieser Pest zu befreien. Und wer sich weigerte, zu helfen, ist ebenso ein Feind des Führers des Poglavnik und Kroatien, wie sie es auch waren. Luburik rief dann einen seiner Männer auf und flüsterte ihm etwas zu. Der Mann verließ den Raum. Er kam mit zwei kleinen zweijährigen Kindern zurück. Luburik sagte, dass sie jüdische Kinder seien. Er überreichte mir eines und sagte, ich solle das Baby töten. Ich antwortete, dass ich es nicht tun könne, woraufhin alle um mich herum in Gelächter ausbrachen und mich neckten und hochzogen. Dann zog Luburik sein Messer heraus und schlitzte den Hals des Kindes vor mir auf und sagte, so macht man das. Der Schrei des Kindes und das herausfließende Blut ließen mich ohnmächtig werden. Ich wäre fast gestürzt. Einer der Ustaschi hat mich aufgefangen. Als ich mich wieder im Griff hatte, befahl Luburik mir, meinen rechten Fuß zu heben. Ich tat es und er legte das andere Kind unter meinen Fuß. Dann befahl er, zerschmetter! Genau das habe ich gemacht. Ich habe den Kopf des Kindes mit dem Fuß zertrümmert. Luburik klopfte mir auf die Schulter und sagte, bravo, du wirst schon ein guter Ustaschi sein. So habe ich meinen ersten Mord begangen. Nachdem ich dieses erste Kind tötete, hatte ich mich total betrunken. Während wir betrunken waren, haben einige von uns einige jüdische Mädchen vergewaltigt und dann getötet. Später musste ich mich nicht mehr betrinken, um zu töten. Danach, als Slano liquidiert wurde und alle Gefangenen getötet wurden, wurde ich in den Bezirk Korenica geschickt, um die Serben auszuräumen. Sie wissen, was ich dort leistete. Das ist ein sehr ergreifendes Geständnis. Kann man das eigentlich gar nicht nennen. Eine Erklärung, wie ein Mensch dazu kommt, Menschen abzuschlachten. Ich weiß nicht, wie viele Aussagen gleicher Art und Weise es wahrscheinlich schon während der Inquisition gegeben haben muss, wo Henker und andere Leute vielleicht auch am Anfang Gewissensbisse hatten, wie dieser junge Mann sie hier hatte. Für mich als bibelgläubigen Christen ist so etwas sehr, sehr schwierig zu begreifen.
Dieser José Orescovi war gerade mal 19 Jahre alt, als er uns das hier erzählt. Das ist das durchschnittliche Alter eines amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg, wie ihr euch vielleicht erinnert aus dem Lied von Paul Hardcastle. So jung und bereits erzogen, so grausam zu handeln. Was hat ihn dazu gebracht, das zu tun? Kadavergehorsam? Sicherlich schon. Auf jeden Fall meine ich darin erkennen zu können, dass er nicht biblisch erzogen war. Ich meine damit sagen zu können, dass er eben ein katholischer Kroat, ein Ustaschi war. Das heißt, er war katholisch. Und das heißt, wenn er von einem Geist geleitet wird, dann ist das nicht der Heilige Geist der Bibel, sondern dann ist das eher der Geist des Antichristen. Obwohl er diese Reservation hatte, hat er da doch dran teilgenommen. Die Frage ist, oder die wir uns bei solchen Dingen stellen müssen, ist die Frage, würde ich das machen, um den Erhalt meines eigenen Lebens zu tun? Also, um mein eigenes Leben hier zu erhalten, nach dem Motto, stell dir vor, wenn der Vorgesetzte, der Luburik, jetzt halt mir eine Waffe an den Kopf gesetzt hat und gesagt hat, entweder zu trittst du den Kopf des Kindes oder ich erschieße dich. Normalerweise würde ich sagen, da hätte ich gesagt, erschieß mich, aber ich hätte mich gar nicht erst in die Situation bringen lassen, das ist schon mal ein anderer Punkt. Ich will da jetzt auch gar nicht zu weit drüber hinausschweifen. Diese Sache habe ich damals in Englisch gelesen und das hat mich unglaublich mitgenommen. Ich habe es gestern in Deutsch übersetzt, das hat mich nochmal mitgenommen. Ich habe es jetzt gerade eben gelesen, es hat mich nochmal mitgenommen. Ich stehe immer wieder erstaunt vor den Fakten, vor den Tatsachen, zu was Menschen nicht alles fähig sind. Und selbst dieser 19-Jährige hat hier alle seine Reservationen über Bord geworfen und hat es dann doch mal gemacht. Und einmal diese Grenze übersprungen, das ist ja im Grunde am Ende seine Aussage, nachher brauchte ich mich nicht mehr betrinken, um zu töten. Einmal diese Grenze übersprungen, wird man ein blutrünstiger Henker und Schlechter von Menschen. Und das passierte damals in Kroatien mit den Serben und das passiert an vielen anderen Stellen vorher auf dieser Welt und es passiert an vielen Stellen nachher und auch in der Zukunft und heute noch auf dieser Welt. Wir müssen uns ja nur mal vorstellen, was einige Amerikaner da zum Beispiel auch in Irak getrieben haben. Wir kennen ja nur diese harmlosen Videos von Abu Ghraib. Das sind die harmlosen Dinge, die rausgekommen sind. Was sich da wirklich alles abgespielt hat, das wissen wir nicht. Was sich wirklich alles damals in Vietnam im Krieg abgespielt hat, wissen wir nicht. Was sich im Zweiten Weltkrieg an den verschiedenen Fronten abgespielt hat, das wissen wir nicht. Töten und Blut sehen verändert wohl einen Menschen. Wir können nur dafür hoffen und beten, dass wir niemals in diese Situation reinkommen müssen. Und dass wir solche Dinge nicht selber miterleben müssen, selber bezeugen müssen und schon gar nicht selber erleben müssen. Aber ich finde es wichtig, dass wir die Lesung heute mit dieser Aussage von diesem jungen, von diesem gerade mal 19-jährigen José Orescovi beginnen und dass wir da vielleicht auch mal kurz bei geistig still stehen bleiben und uns versuchen, damit reinzuversetzen, welche Mittel der Teufel nicht alle gebraucht, um sein Ziel zu erreichen, um mit anderen Worten, um seine Feinde auf dieser Welt zu vernichten. In diesem Fall hauptsächlich orthodoxe Serben und Juden und Zigeuner, aber genauso gut auch Protestanten durch die ganze Geschichte durch, die heiligen Bibelgläubigen aus der Offenbarung. Ja, da ist kein Unterschied drin. Die Grausamkeit, die wir gestern gelesen hatten in dem Buch und genau das, was der Orescovi uns jetzt gerade eben hier geschildert hat in seiner eigenen Aussage, diese Dinge waren so grausam, dass selbst die Deutschen protestierten. So heißt das nächste Unterkapitel in dem Buch mit Gott und den Faschisten von Karl-Heinz Deschner, in dem wir fortfahren jetzt zu lesen. Im Führerhauptquartier tadelte der Sonderbevollmächtigte des Auswärtigen Amtes für den Südosten, Hermann Neubacher,
für Pavelic deshalb Staatsfeind Nummer 1, wiederholt wahrhaft entsetzliche Vorgänge in meiner kroatischen Nachbarschaft. Worauf Hitler entgegnete, ich habe dem Poglavnik auch gesagt, dass man eine solche Minderheit nicht einfach ausrotten kann. Sie ist zu groß. Ja, ein anderes Mal meinte Hitler, ich werde mit diesem Regime schon einmal Schluss machen. Aber nicht jetzt. Jetzt hatte er ein geradezu zynisches Verständnis für die Gemetzel und sprach sich dagegen aus, dem Treiben der Kroaten gegen die Serben in den Arm zu fallen. Warum auch nicht? Wenn sogar doch der Papst schwieg? Ha! Der deutsche Gesandte in Zagreb aber intervenierte mündlich und schriftlich bei der Ustascha-Regierung. Ebenfalls gestand der deutsche General Gläse von Horstenau, Pavelic, seine schweren Bedenken wegen der Ausschreitungen der Ustascha, wobei er seine Mitteilungen durch zahlreiche konkrete Angaben aus der allerletzten Zeit bekräftigte. Am 10. Juli 1941 schrieb Gesandtschaftsrat Troll dem Auswärtigen Amt, viele Terrorakte geben, Zitat, selbst den besonneneren kroatischen Kreisen Anlass zu ernster Besorgnis. Ende Zitat. Und bereits einen Tag darauf übermittelte Troll weitere erschütternde Meldungen, die der Gesandtschaft von der Feldkommandatur, vom Chef der Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst in Zagreb von zahlreichen Privatpersonen zugegangen seien. Troll suchte schließlich den kroatischen Außenminister Lorkovic auf und unterbreitete ihm das ganze Material, das auch durch Fotos teilweise belegt war. Der Sicherheitsdienst der SS lieferte später einen längeren Bericht über Massaker der Ustaschen. Und der Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes betonte am 17. Februar 1942 in einem ausführlichen Schreiben an Himmler, dass letztlich die katholische Kirche durch ihre Bekehrungsmaßnahmen und ihren Bekehrungszwang die Ustascha-Gräuel forciert hat, indem sie auch bei der Durchführung ihrer Bekehrungsmaßnahmen sich der Ustascha bedient hat. Die Verbrechen dieser Bewegung provozierten sogar Zusammenstöße mit deutschen Truppen, die doch selber an vielen Fronten Schandtaten begingen und gerade in Jugoslawien Geiselerschießungen fast unerhörten Ausmaßes vornahmen. Nachdem bereits Gesandter Benzler am 10. April 1942 aus Belgrad berichtet hatte, Zitat, deutsche Truppen meldet von der Drina, dass Serbenmorde auf westlichem Ufer wieder begonnen haben und von Truppe deutlich beobachtet werden können, Ende Zitat, schrieb zwei Tage darauf der Sicherheitsdienst in einem Fernschreiben an das Reichssicherheitshauptamt, Zitat, seit 10. April 1942, ausgelöst durch sinnlose Abschlachtung der serbischen Bevölkerung in Bosnien, an verschiedenen Stellen der serbisch-kroatischen Grenze ernsthafte Zusammenstöße und Gefechtsberührungen zwischen deutschen Grenzsicherungstruppen und Ustascha-Einheiten. Ende Zitat. Und der deutsche Kommandeur der 718. Infanteriedivision ließ im Juni 1942 eine ganze Kompanie des von Oberst Franzetic befehligten Ustascha-Regimes entwaffnen und festnehmen wegen erneuter Gewalttaten an der serbischen Bevölkerung. Dabei ist bemerkenswert, dass die im Laufe der Jahre infolge der Gräuel mehrmals ermüdeten Ustaschen immer wieder zu scharfem Vorgehen angehalten wurden, wie überhaupt die Initiative zu den Massakern niemals vom gewöhnlichen Volk ausging, sondern stets von den Ustascha-Führern, den in Uniformen und den in Priester- und Mönchsgewand. Der deutsche Nachrichtendienst der Informationsstelle Zagreb betonte am 7. August 1941 geradezu, das Regime werde von einem nicht unbeträchtlichen Teil der kroatischen Bevölkerung abgelehnt, selbst von kroatischen Nationalisten, sogar von alten Anhängern der Ustascha. Ja, damit haben wir jetzt eben mal gelesen, was sogar die Deutschen darüber protestierten. Es könnte ja auch interessant sein, mal zu wissen, was haben eigentlich die Amerikaner davon gewusst. Ne? Die sogenannten Alliierten des Zweiten Weltkrieges haben ja auch immer behauptet, vom deutschen Holocaust und sowas nichts gewusst zu haben. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber ein wenig auf diese Sache, die wir hier haben. Und zwar ist das ein Buch von Avro Manhattan,
Das heißt, die vatikanische Rolle in dem Ustascha-Völkermord in dem unabhängigen Staat von Kroatien. Das ist ein PDF, das ich hier gerne mal kurz eben aufmache. Ich habe es aber nicht ins Deutsche übersetzt. Das ist also jetzt hier das Original Englische. Nur was ich dabei zeigen wollte, ist, da geht es hier um American Knowledge, also amerikanisches Wissen. Ja? Das habe ich damals in der verborgenen Geschichte der Jesuiten in Englisch auch gelesen. In Deutsch habe ich das nicht, weil, wie gesagt, ich kann nicht alles ins Deutsche übersetzen. Wir sehen hier nochmal Andrija Artukovic, den Innenminister des NDH, also des unabhängigen kroatischen Staates, den vatikanischen Abgeordneten, den Nuncio Ramiro Marcone, das ist der in Weiß, und den Erzbischof aus Zagreb, Alojzije Stepinac, bei einer Ustascha-Zeremonie. Sehen wir hier im Bild. Hier unten sehen wir es noch ein bisschen dichter. Das ist hier der Marcone, der Weiße. Das ist Stepinac. Na jedenfalls, es geht hier um das, was ich hier gelesen hatte. Und das ist aus einem Buch von Avro Manhattan halt. Ne? Eleanor Roosevelt hat auch erfahren von diesen Massenmördern, also von diesem Völkermord und den Grausamkeiten in der NDH, also in dem unabhängigen Staat von Kroatien 1941 bis 1942. Der Autor Avro Manhattan hat Eleanor Roosevelt in einem privaten Dinner in der Upper Brook Street Mayfair in London in den späten 40er Jahren getroffen. Zu der Zeit hat er Untersuchungen gemacht für sein Buch, das er schrieb, über die Ustascha-Massakers, und das wurde dann publiziert unter dem Namen Terror über Jugoslawien, ja, die Gefahr für Europa. In 1986 publizierte er auch The Vatican's Holocaust, also der Holocaust des Vatikan, der sensationelle oder die sensationelle Berichtgebung aus dem meist erschreckenden religiösen Massaker des 20. Jahrhunderts von Ozarks Book erschien. Im Zuge dieser Nachforschungen erzählt er hier oder befragt er hier Eleanor Roosevelt, also die Ehefrau von Teddy Roosevelt, so wie er meistens genannt wird, der amerikanische Präsident während des Zweiten Weltkrieges. Er fragte sie, ob sie jemals gehört hatte von den Massakern und den Gräueligkeiten in der NDH, also in dem unabhängigen Staat von Kroatien. Sie erwiderte, eine der schlimmsten, wenn nicht die schlimmsten Massaker und Kriegsverbrechen dieses Krieges. Ja? Das sagt sie. Das schlimmste Massaker, wenn nicht die schlimmsten Kriegsverbrechen dieses Krieges. Ich hörte von ihnen in dem Winter 1941-42. Weder mein Mann, also Roosevelt, noch ich glaubten erst, dass diese Gerüchte wahr sein könnten. Was mich hier besonders fasziniert, ist die Aussage von der Eleanor Roosevelt, dass sie sagt, eines der schlimmsten, wenn nicht das schlimmste Kriegsverbrechen in diesem Krieg. 1941, 42. Da war der Holocaust in vollem Gang. War das dann nicht schlimmer? Warum spricht sie denn da nicht von? Ich meine, das mag in Kroatien ja so schlimm sein, wie es mag, aber erzählt mir doch bitte schön keiner, dass die Alliierten von dem Holocaust keine Ahnung hatten. Jedenfalls sagt Eleanor Roosevelt auf die Frage, ob sie davon wusste, ja, und es war wohl das schlimmste Kriegsverbrechen dieses Krieges. Obwohl weder mein Mann noch ich erst glaubten, dass es wahr ist. Avro Manhattan sagt daraufhin, ich habe sie auch nicht geglaubt, sagte er. Ich habe eigentlich angenommen, dass das Propaganda wäre. Ja, genau das Gleiche dachten wir auch, antwortete Frau Roosevelt. Und dann sagt sie diesen ganz wichtigen blau hinterlegten Satz. Die katholische Lobby war die erfolgreichste im Weißen Haus für Jahre. Da kann man jetzt ruhig mal eben kurz beischweigen. Die katholische Lobby war am erfolgreichsten im Weißen Haus für Jahre. Und wenn man dann sieht, dass sie hier für diese Abschlachtungen, eben auch römisch-katholische Franziskanermönche und sogar Nonnen genommen haben, dann weiß man, welche Rolle die römisch-katholische Kirche da gespielt hat. Und das waren ein paar Sätze,
die fand ich unglaublich wichtig und die wollte ich hier halt gerne mit beinehmen. Das fiel mir gerade eben noch ein. Das hatte ich jetzt nicht für die Sendung hier geplant. So, dann können wir dieses kleine Video hier stoppen und dann fahren wir fort in unserer Lesung in dem Buch, wo es das nächste Unterkapitel heißt KZ und Caritas, also Konzentrationslager und Caritas oder Wohltätigkeit. Die Konzentrationslager schossen im katholischen unabhängigen Kroatien nur so aus dem Boden. In Jasenovac, Jadovno, Pag, Ogulin, Jastrebarsko, Koprivnica, Krapje, Cenica, Stara Gradiska, Jadkovo, Lobograd, Tenje, Zanica etc. Die Verschickung in diese Lager stand außerhalb jeder Justiz. In einem Dekretgesetz vom 26. November 1941 bekannte man ganz unverblümt, dass es sich dabei um eine Präventivmaßnahme gegen unerwünschte Personen handle, die der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gefährlich werden und die Errungenschaften des Befreiungskampfes der kroatischen Ustascha-Bewegung bedrohen könnten. Gegen die Entscheidung der Ustascha-Polizei über die Verschickung zum Zwangsaufenthalt besteht kein Rechtsmittel und keine Einspruchsmöglichkeit. Nochmal lesen, ja, gut zuhören, ne? Habeas Corpus, unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Was heißt es hier? Gegen die Entscheidung der Ustascha-Polizei über die Verschickung zum Zwangsaufenthalt, also Internierung in ein KZ, besteht kein Rechtsmittel und keine Einspruchmöglichkeit. Also ich kann überhaupt nichts dagegen machen, wenn ich irgendwelcher Dinge wegen verhaftet werde und dann in diese KZs geschickt werde. Der Leiter all dieser Lager, Vjekoslav Luburik, die rechte Hand des Innenministers Artukovic, des kroatischen Himmler, lebt heute unter dem Namen Max Luburik im katholischen Franco Spanien. Damals starben ungefähr 350.000 Menschen in den kroatischen KZ. Ja, meine Lieben, der Vjekoslav Luburik, das ist der V. Luburik aus unserem Artikel davor, wie man ein Menschenschlachter wird. V. Max Luburik, das ist Vjekoslav Luburik. Er bildete jüngere Ustaschi aus und erzählt, wie diese zu Menschenschlachter wurden. Er war derjenige, der den Jose Oreskovi die beiden jüdischen Kinder gebracht hat, dem einen selbst die Kehle aufschlitzte und dann den Fuß des jungen Oreskovi gebrauchte, um den Schädel des zweiten Babys zu zertrümmern. Von diesem Luburik sprechen wir hier, der Leiter all dieser Lager, die rechte Hand des Innenministers Artukovic, des kroatischen Himmler. Und ist der in Nürnberg angeklagt gewesen? Irgendwo? Nein, er lebt heute, und das ist halt 1965, wo Karl-Heinz Deschner das Buch schreibt, unter dem Namen Max Luburik im katholischen Franco Spanien. Ungefähr 350.000 Menschen starben in den kroatischen Konzentrationslagern. Auch Kinder wurden dort zu Tausenden abgeschlachtet. Ja, man schuf selbst eigene Konzentrationslager für sie in Lobor, Jablanak, Mlaka, Brojče, Ustici, Gradiska, Sisak, Jastrebarsko und Gorjna Rijeka. 1942 steckten allein in Jasenovac etwa 24.000 Kinder. Die Hälfte davon wurde ermordet. Allmählich freilich schien es den staatlichen und kirchlichen Behörden nützlicher, die Kinder zu schonen. Da die Eltern meist tot oder gefangen waren, konnte man die Jugend leicht zur alleinselig machenden Kirche bekehren. Also römisch-katholisch. Die katholische Caritas, welcher Erzbischof Stepinac präsidierte, nahm sich nun der Elternlosen an. Um ihre Umerziehung ging es umso leichter, als viele überhaupt keine Verwandten mehr fanden. Manche auch waren, wenn sie in die Fürsorge der Caritas gerieten, zu jung, um ihre Abstammung, ihr Dorf
oder selbst nur ihren Namen zu kennen. So gibt es heute ungezählte junge Leute, die als gläubige Katholiken, ja sogar als Priester leben, ohne zu ahnen, welchen Umständen sie ihren Katholizismus verdanken. Noch jetzt suchen Jugoslawen ihre Eltern oder Geschwister unter dem Stichwort Verwandtensuche. Pars pro toto, nur eine solche Stimme. Zitat: Meine ganze Familie kam in das Lager von Stara Gradiczka. Wir wurden von unseren Eltern getrennt und verschickt. Zuvor befahl mir ein Mann, meine kleine Schwester, sie war erst 3, zum Büro zu bringen. Zwei Nonnen nahmen sie fort, und ich sah sie nie wieder. Wer mir Informationen geben kann, schreibe mir bitte an Vaso Radovanovic, Architekt Gaglin. Nicht wenige dieser serbischen Kinder wurden in den theologischen Fakultäten Italiens, Argentiniens, Australiens und der Vereinigten Staaten registriert. Argentinien steht hierbei. Wieder einmal benachdrücke ich hiermit die Wichtigkeit des Lesens und Studierens des Buches Das wahre Odessa von Ukigoni, der sich ja auch hiermit beschäftigt, der sich auch mit Flüchtlingen später über die Odessa-Linie, über die Vatikan-Rattenlinien beschäftigt, die aus Jugoslawien, also aus dem Kroatien damals gekommen sind. Ja? Aber das beendet dieses Unterkapitel. Wir fahren fort in den nächsten, das sagt: Die Taten der Ustaschen waren Taten der Kirche. Ah, jetzt wird's ja mal richtig interessant hier. Von Hori Brozat, in seinem Werk. Zitat: In den populären kirchlich-katholischen Blättern und in Kanzelreden wurde das Bild eines katholischen Gottesstaates entworfen, in dem die Ustascha als Ritterorden figurierte. Ende Zitat. Na, das ist eben genauso, wie die Jesuiten damals in Paraguay so wunderbar in ihrem katholischen Gottesstaat regiert hatten, in dem die Jesuiten eben als Ritterorden figurierten in Paraguay damals. Aus der Zeitung Katolicki Četnik in Sarajevo erschienen am 11. Mai 1941 lesen wir, Zitat: Über unserem neuen, jungen und freien Kroatien ist das Bild der jungfräulichen Mutter Gottes als Zeichen am Himmel erschienen. Das Kroatien Gottes und Marias aus alten Zeiten ist wiedererstanden. Ende Zitat. Und aus der Zeitung Nedelja lesen wir aus Zagreb, veröffentlicht am 6. Juni 1941, Zitat: Christ und Ustaschen, Christ und Kroaten marschieren zusammen durch die Geschichte. Da muss man natürlich wissen, dass der Christ der römisch-katholischen Kirche nicht der Christ der Bibel ist. Dass bei der Abschlachtung der Serben durch die Kroaten nicht nur religiöse, sondern auch rassische Gegensätze eine große Rolle spielten, ist selbstverständlich. Sei aber doch ausdrücklich betont, obwohl es die katholische Kirche kaum entlastet. Denn vom Anfang bis zum Ende dieses Regimes bestand die engste Zusammenarbeit zwischen ihr und der Ustascha-Bewegung. Bischöfe saßen im Ustascha-Parlament. Priester fungierten als Polizeichefs und als Offiziere in Paveleks Leibwache. Franziskanermönche kommandierten in den KZ-Lagern. Mitglieder der katholischen Aktion und ihr angegliederter Organisationen waren häufig auch Ustaschen. Und sogar die Nonnen, die Busen teilweise beladen mit Ustascha-Orden, grüßten nach Art der Faschisten und beteiligten sich an den Paraden, wobei sie unmittelbar hinter den Soldaten marschierten. Die katholische Presse des Landes versicherte bei jeder Gelegenheit der Ustascha-Partei ihre Sympathie. In einer Fülle von Artikeln begrüßte sie das neue und freie Kroatien als einen christlichen und katholischen Staat, beteuerte dem von Gott gesandten Pavelek die Loyalität und feierte Adolf Hitler als Kreuzfahrer Gottes. Die Zeitung Nedelja, die in Zagreb erschien, schrieb am 27. April 1941, Zitat: Gott, der die Geschicke der Nationen lenkt und die Herzen der Könige regiert,
hat uns Antipavelle gegeben und dem Führer eines uns befreundeten und verbündeten Volkes, Adolf Hitler, bewegt, mit seinen siegreichen Truppen unsere Unterdrücker zu zerstreuen und die Gründung des unabhängigen kroatischen Staates zu ermöglichen. Ruhm sei Gott, unsere Dankbarkeit Adolf Hitler und unendliche Treue unserem Poglavnik Ante Pavelic. Ende Zitat. Nun, ich habe gerade etwas vorgelesen, da dachte ich von, oh Jörg, da müssen wir aber mal ganz schnell in die Bibel eintauchen. Und zwar in das Buch Jesaja, Kapitel 14. Das habe ich ja schon öfter vorgelesen und das kennt ihr natürlich auch. Da muss ich gar nicht mehr so viel erklären. Der Punkt ist nur, es geht hier um den Aufstand Luzifers, ja? Weil, das ist das, was ich dabei so wichtig finde, es steht hier in Deutsch natürlich blöde übersetzt, ja? Jesaja Kapitel 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Ja, so heißt es hier im Deutschen. Wie heißt es denn im Englischen? Da wollen wir mal eben in das englische Jesaja mal reinschauen. Muss ich mal eben aufmachen hier. Ich habe ja nicht alle Bibeln hier gleich vor mir liegen. Jesaja 14, da heißt es hier, which didst weaken the nations. Ja, also im Deutschen, in der Schlachter 2000, lesen wir über Luzifer, der hier aus dem Himmel geworfen wird. Ja, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation, Überwältiger der Nation. Hier im Englischen heißt es, der du die Nationen geschwächt hast. So, das ist eine etwas andere Übersetzung. Ja? Und wenn ich mir dann jetzt eben mal dieses Zitat von der Zeitung hier anschaue, da steht ja, Gott, der die Geschichte der Nationen lenkt. Seht ihr den Zusammenhang? Gott, der die Geschicke der Nationen lenkt. Die König James spricht von Luzifer, der die Nationen schwächt. Und im Deutschen, du Überwältiger der Nationen. Da konnte ich gar nicht anders als daran denken, ist das nicht ein ganz deutlicher Hinweis darauf, welcher Gott hier von der Zeitung Nedelja angesprochen wird? Also meines Erachtens ist das schon ziemlich deutlich. Und man kann eben immer wieder diese Dinge auf der Welt messen an der Bibel und dann zu einem richtigen Verständnis kommen und ganz deutlich erkennen, dass diese katholische Zeitschrift niemals über den Gott der Bibel schreiben kann, sondern dass sie über den Gott dieser Welt sprechen muss, wie es im Neuen Testament heißt. Satan, der Verführer der Nationen. Die kroatische Radiostation von Zagreb meldete am 29. Juli, Zitat, im unabhängigen Kroatien gibt es keine Serben und keine sogenannten serbisch-orthodoxe Kirche. Es kann keine Serben und keine Orthodoxie in Kroatien geben. Die Kroaten werden so bald als möglich genau dafür sorgen. Ende Zitat. Der schwer belastete Erzbischof Ivan Saric pries im Juni 1941 in seinem Blatt Katolicki Četnik die revolutionären Methoden im Namen der Wahrheit, Gerechtigkeit und Ehre und nannte es, Zitat, dumm und unwürdig von Jüngern Christi zu denken, der Kampf gegen das Übel könnte edel mit Handschuhen ausgetragen werden. Ende Zitat. Ja, die Zeitung des Erzbistums Jarasevo wusste, Zitat, bis jetzt sprach Gott durch die päpstlichen Enzykliken. Aber man verschloss die Ohren. Nun beschloss Gott, andere Methoden anzuwenden. Er will Missionen vorbereiten. Europamissionen, Weltmissionen. Nicht Priester werden sie stützen, sondern Armeekommandanten. Die Predigten wird man hören mit Hilfe von Kanonen, Maschinengewehren, Panzern und Bombern. Ende Zitat. Er will Missionen vorbereiten. Wir sprechen immer noch über denselben Gott, ja? Nicht den Gott der Bibel, nein, nein, nein. Wir sprechen über den Gott dieser Welt.
Er will Missionen vorbereiten, Europamissionen und Weltmissionen. Ist das nicht ein wunderbarer Hinweis darauf, dass wir dann die EU kriegen sollen, so wie wir sie heute haben, und dann auf eine Einwelt, ein globales Dorf hingehen, wie der Papst das immer so schön sagt? Bereits hier, 1941. Das war kein ungewöhnlicher Ton. Nein, dieser Ton war die Regel. So forderte am 7. Juli 1941 Dr. Ivo Guberina, ein Priester und Führer der katholischen Aktion, der zugleich Hauptmann in Paveliks Leibwache war, Zitat, Kroatien sollte sein System von allem Gift auf jede nur mögliche Weise reinigen, auch durch das Schwert. Ende Zitat. Ein anderer prominenter Priester, Dionys Juricev, schrieb, nur Kroaten werden noch in diesem Lande leben können. Zitat, es ist keine Sünde mehr, ein siebenjähriges Kind zu töten, wenn es gegen die Gesetzgebung der Ustaschen verstößt. Obwohl ich das Kleid des Priesters trage, muss ich oft nach dem Maschinengewehr greifen. Ende Zitat. Na, mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr, ne? Ein Geistlicher der Stadt Ubdina predigte, Zitat, bis jetzt, meine Brüder, haben wir für unsere Religion mit Kreuz und Brevier gearbeitet. Nun ist die Zeit gekommen für den Revolver und das Gewehr. Ende Zitat. Mit solchen Reden gab er das Signal zu den Serbenschlächtereien im Distrikt von Ubdina. Der Jesuit Dragutin Kamber, der am 16. August 1941 in Novi Lisht Hitlers Soldaten als Kämpfer für die, Zitat, politische und soziale Gerechtigkeit, Ende Zitat, feierte, als Erbauer der Fundamente einer glücklichen Welt für künftige Generationen, war Polizeichef von Doboj in Bosnien und ist allein verantwortlich für den Mord an Hunderten von orthodoxen Serben. Wie viele andere Ustaschen lebt der Jesuit heute als Dr. Charles Camber in den USA. Durch die Rattenlinien entkommen, füge ich hinzu. Der Geistliche Božidar Bralo, ein Hauptkomplize des Mörderbischofs Saric von Sarajevo, reiste, zum Präfekten ernannt, nur noch mit dem Maschinengewehr durchs Land, dabei immerzu brüllend, nieder mit den Serben! Er beteiligte sich an der Niedermetzelung von 180 Serben in Alipaschin-Most und machte mit den Ustaschen einen Freudentanz um die Ermordeten. In Prebilovetski und Surmanci, Herzegowina, wo man 559 Serben, lauter alte Männer, Frauen und Kinder abschlachtete, waren unter den Mördern auch die beiden katholischen Priester Ilija Tomasch und Marko Hofko. Branimir Zupanicic, Kuratus in Rogolje, massakrierte 400 Menschen. Das ist genommen aus dem Buch von A. Miller, Die christlichen Massaker in Kroatien 1941 bis 1945 und aus Paris, Genocide in Croatia. Aus diesen beiden Dokumenten sind diese Zitate hier genommen. Allen voran die Franziskaner, fährt das nächste Unterkapitel fort. Kurienkardinal Tisserand sagt, Zitat, ich erfuhr aus sicherer Quelle, dass die Franziskaner von Bosnien und der Herzegowina sich bedauerlich aufgeführt haben. Ende Zitat. Die Söhne des heiligen Franz von Assisi, deren Klöster den Ustaschen schon seit langem als Waffenlager dienten, taten sich bei der Ausrottung der Orthodoxen besonders hervor. Das geschah nicht von ungefähr. In der Weihnachtsausgabe der Zeitung Unabhängiges Kroatien stand 1941 unter dem Titel Die Rolle der Geistlichkeit im unabhängigen kroatischen Staat, Zitat, die Hochschulen der Franziskaner in Sinj, Siroci, Brijek und Visoko, die Seminare in Makarska, Mostar, Split und die Theologische Fakultät der Universität Zagreb waren die wahren Zentren nationalen Bewusstseins, die Brutstätten, von welchen jedes Jahr nicht nur Gruppen von Leviten und Arbeitern ausströmten in den Garten Gottes,
sondern auch nationale Kämpfer, die die Überzeugungen der Ustaschen verbreiteten. Ende Zitat. Und die Ustascha-Zeitung Wratski Narod pries am 4. Juli 1941 den Franziskaner Dr. Radoslav Glavas als großen Organisator der Ustaschen, der sich dann selbst an die Spitze der Kämpfenden gestellt habe. Der Franziskaner Glavas fungierte als Berater in der Umgebung des Pavelic und hatte, wie ein Vermerk der deutschen Gesandtschaft in Zagreb besagt, täglich bei ihm Zutritt. Auch im Ausland war die Rolle, die der Franziskanerorden beim Umsturz in Jugoslawien spielte, sofort bekannt. So lautet ein Aufsatztitel in der katholischen slowakischen Zeitung Gardist, einem Organ der Linka Garde, im August 1941, Zitat, die Franziskaner, die ersten Kämpfer für die Unabhängigkeit. Ende Zitat. Am 21. Mai 1941 kam der Franziskaner Pater Simic mit zwei Begleitern zum Kommandeur der Sassari-Division in Knin, um in dessen Bereich die Zivilverwaltung zu übernehmen. Auf die Frage des Generals nach den Richtlinien ihrer Politik antwortete der Franziskaner, alle Serben in möglichst kurzer Zeit zu töten. Der General traute seinen Ohren nicht und bat ihn bitte, das zu wiederholen. Darauf wiederholte der Pater prompt, alle Serben in möglichst kurzer Zeit zu töten. Das ist unser Programm. Der Franziskaner Berto Dragicevic vom Kloster Siroki Brijek kommandierte, unterstützt von den Franziskanern Ante Schwitkovic und Andrija Jelicic, die Ustaschen der Gegend. Der Franziskaner Pater Augustino Civola erschien in den Straßen mit einem Revolver unter der Kutte und rief das Volk auf, die Orthodoxen zu ermorden. Der Franziskaner Tugomir Soldo organisierte die Massaker von Kaplinja. Der Franziskaner Silvie Frankovic war häufig in Gesellschaft der größten Halsabschneider. Als sie ihn eines Tages in Bugonjo fragten, wann sie beichten könnten, sagte er, viel zu früh noch für euch, viel zu früh noch für euch, wenn ihr sie alle umgebracht habt, dann kommt. Als der Präfekt von Bugojno bei Frankovic beichten wollte, weil er 14 Serben getötet hatte, meinte der Franziskaner, beichten Sie, wenn's 40 sind, und ich will Ihnen alles vergeben. Mehrere Mönche übernahmen Henkersposten in einem KZ. Der Franziskaner Zvonko Brikalo war Offizier im Todeslager von Jasenovac, berüchtigt wegen seiner Massenenthauptungen. Rund 120.000 Serben kamen darin um. Im Herbst 1942 hat der Franziskaner Miroslav Filipovic Majstorovic, genannt Bruder Teufel, dieses Lager sogar geleitet, wobei ihn eine Reihe von Geistlichen, Braklacic, Matkovic, Mjativic, Brekalo, Celina, Lipovac und andere unterstützten. In 4 Monaten wurde dort unter dem Kommando des Franziskanerpaters 40.000 Menschen liquidiert. Allein der Franziskanerstipendiat Buzica hat hier in einer Nacht am 29. August 1942 1.360 Menschen mit einem Spezialmesser geköpft. Edmond Paris, der eine schreckliche Litanei von Verbrechen der Franziskaner aufzählt, versichert, sie könnte unendlich verlängert werden, diese Liste von Verbrechen der Franziskaner. Nach dem Zusammenbruch des katholischen Regiments wurden bezeichnenderweise gerade ausländische Franziskanerklöster die Zufluchtsstätten der Massenmörder in Österreich, Klagenfurt, in Italien Modena und auch in Frankreich. Alle diese Klöster verbargen die geflüchteten Ustaschis. Überall fanden diese Verbrecher kirchliche Hilfe und Beistand. Das war nur zu verständlich, denn die Taten der Ustaschi waren die Taten der Kirche. Die Taten der Ustaschi waren Taten der Kirche.
Alois Misic von Mostar verdammte als einziger Bischof Kroatiens in einem Hirtenbrief vom 30. Juni 1941 scharf die Ausschreitung. Und der Priester J. Lonkar von Zagreb, der in einer Predigt über das Gebot »Du sollst nicht töten« am 23. August 1941 gegen die Gräuel protestierte, wurde zum Tode verurteilt, dann zu lebenslanger Zwangsarbeit begnadigt. Abgesehen von diesen zwei beherzten Männern billigten oder duldeten alle katholischen Geistlichen Kroatiens das Gemetzel, manche aus Fanatismus, andere aus Furcht und die übrigen unterwarfen sich der kirchlichen Disziplin. Nur beiläufig sei erwähnt, dass die Ustascha-Bewegung mit Hilfe klerikaler Kreise auch 80% der jugoslawischen Juden ermordet hat. Im nächsten Unterkapitel fahren wir fort und dort lesen wir: Auch der Primas der kroatischen Katholiken, Erzbischof Dr. Stepinac, unterstützte die Mörder. Von der ersten bis zur letzten Stunde des Regimes kollaborierte er mit ihnen. Am 13. April 1941 war Pavelić in Zagreb eingetroffen. Schon am nächsten Tag überbrachte der Erzbischof dem Meuchelmörder Alexanders und Louis Bartus die Glückwünsche der Kirche und gab am Abend ein Bankett, bei dem Schwarzhemden und klerikale Roben sich brüderlich mischten. An Ostern 1941 verkündete Stepinac von der Kanzel der Kathedrale in Zagreb die Gründung des unabhängigen kroatischen Staates NDH und warb auch sofort um dessen diplomatische Anerkennung durch den Papst. In der Zeitung Nedelja erzählte Stepinac seine erste Unterredung mit dem Poglavnik, der ihm dabei seine Ansicht anvertraute, die Altkatholiken und die Orthodoxen auszurotten. Nach dieser Mitteilung bekannte Stepinac, Zitat: Während unserer ganzen Unterhaltung hatte der Erzbischof, er meinte sich selbst, den Eindruck, dass Pavelić ein ergebener Katholik sei und die Kirche völlige Aktionsfreiheit haben würde. Ende Zitat. In einem Hirtenbrief vom 28. April 1941 schrieb der kroatische Primas, Zitat: Wer könnte uns einen Vorwurf daraus machen, dass wir als geistliche Hirten auch die Freude und Begeisterung des Volkes unterstützten, wenn wir uns in tiefer Dankbarkeit an die göttliche Majestät wenden. Obwohl die aktuellen Ereignisse, die von so großer Wichtigkeit, sehr verwickelt sind, obwohl die Faktoren, die ihren Lauf beeinflussen, sehr verschieden sind, ist es jedoch leicht, die Hand Gottes in diesem Werk zu erkennen. Hoc est dictus Dei. Ja? A domino factum est istut et est mirabile in oculis nostris. Das heißt, Gott hat dies getan und unsere Augen sind voller Bewunderung. Das ist entnommen aus der Bibel, Psalm 117, Vers 23. So kann man eben auch die Bibel zitieren für eine teuflische Agenda. Darum werdet ihr in unserem Aufruf Folge leisten und dadurch die Erhaltung und Entfaltung des unabhängigen Staates Kroatien unterstützen, fährt er in seinem Hirtenbrief fort. Das ist immer noch ein Zitat hier. Wir kennen die Menschen, die heute das Schicksal des kroatischen Volkes in ihren Händen halten und wir sind fest davon überzeugt, dass die Kirche, die römisch-katholische Kirche in dem wiederhergestellten kroatischen Staat, die unfehlbaren Grundsätze der Wahrheit und der ewigen Gerechtigkeit in voller Freiheit wird verkündigen können. Ende Zitat. Den Episkopat forderte Stepinac ausdrücklich zu einer engen Zusammenarbeit mit den Ustaschen auf. Er wies den Klerus an, den Jahrestag der Proklamation des unabhängigen Kroatien mit besonderer Feierlichkeit zu begehen, ebenso den Geburtstag seines Führers, Pavelić. Im Januar 1942 wurde Erzbischof Stepinac vom Vatikan sogar zum Militärvikar der Ustaschen ernannt, worauf annähernd 150 Priester sich als Feldkapläne in die Ustascha-Armee meldeten. Am 23. Februar 1942 empfing Stepinac
umgeben von kirchlichen Würdenträgern, den zweimal zum Tode verurteilten und vom Papst gesegneten Pavelek am Portal der Markuskirche in Zagreb und feierte mit tönenden Phrasen die Gründung des kroatischen Parlaments. Nur 3 Wochen früher schrieb die Londoner Wochenzeitschrift New Review über von Pavelek, Zitat, er wird einmütig als der größte Verbrecher des Jahres 1941 betrachtet. Ende Zitat. Erzbischof Stepinac sprach damals auch bei der Eröffnung des Ustascha-Parlaments, dem er und 10 seiner Geistlichen angehörten. Als in einer Sitzung am 25. Februar Justizminister Mirko Puk im Namen des Staates den Altkatholiken und den serbisch-orthodoxen Kirche die Anerkennung verweigerte, stimmten die 11 offiziellen Vertreter der römisch-katholischen Kirche einstimmig zu. Am Namenstag von Pavelek, am 13. Juni 1942, befahl Stepinac am darauffolgenden Sonntag in allen Kirchen das Te Deum zu singen. Am 18. Mai 1943 sandte Erzbischof ein Memorandum an Pius XII., um Paveleks Regime zu stützen. Stepinac betonte die Verdienste der Ustaschen um die Konversion der Orthodoxen. Konversion, ja. Konvertiere oder stirb, ne? Und er äußerte bereits große Befürchtungen, Zitat, der Sieg der panserbischen Idee, schrieb er, würde die Zerstörung des Katholizismus im Nordwesten des Balkans, das heißt in Kroatien, bedeuten. Darüber gibt es nicht den leisesten Zweifel. Ende Zitat. Außerdem prophezeite er, würden dann die Wogen der orthodoxen Offensive auch die italienische Küste überfluten. Darauf dankte Stepinac dem kroatischen Klerus für seine Verdienste, vor allem den Franziskanern, und beschwor den Heiligen Vater, sich dem kroatischen Volk zuzuwenden. Zitat, der junge kroatische Staat, geboren unter schwierigen und schrecklichen Umständen als irgendein Staat in den vergangenen Jahrhunderten, kämpft nun verzweifelt um sein eigenes Überleben. Bei jeder Gelegenheit bewies er seinen Willen, seinen katholischen Traditionen treu zu bleiben, nicht der Bibel, sondern menschlichen Traditionen, und eine strahlendere und bessere Zukunft für die katholische Kirche in diesem Teil der Welt zu sichern. Ende Zitat. Ferner schrieb Stepinac dem Papst, dass nicht nur 240.000 Konvertiten verloren gehen könnten, sondern die ganze katholische Bevölkerung dieses Gebiets mit allen Kirchen und Klöstern. 1944 editierte das kroatische Kriegsministerium das Soldatengebetbuch Der kroatische Staat voll von heißen Gebeten für das Verbrecherregime mit erzbischöflicher Druckerlaubnis. Sogar noch am 24. März 1945 gab Stepinac von Pavelek ein Jahr zuvor mit dem Großkreuz mit Stern dekoriert ein Manifest zugunsten des Ustascha-Staates heraus und bot sein Palais zahlreichen von der Polizei gejagten politischen Mördern als Zufluchtsstätte an. Ein einziges Mal nur in all diesen Jahren hat Erzbischof Stepinac in einer Rede die Tragödie der Serben und Juden im unabhängigen Kroatien erwähnt. Ein einziges Mal. Da gibt es Leute, sagte er am 31. Oktober 1943, da gibt es Leute, die uns beschuldigen, dass wir uns nicht rechtzeitig empörten oder dass wir nicht wirksame Maßnahmen ergriffen haben gegen die in den verschiedenen Gegenden unseres Landes begangenen Verbrechen. Unsere Antwort ist, wir sind kein politisches Instrument von irgendwem und wir wünschen nicht, es zu sein. Wir haben immer im öffentlichen Leben die Grundsätze des ewigen und göttlichen Gesetzes nachdrücklich betont. Wir können nicht als verantwortlich betrachtet werden für manche dieser verwegenen Fanatiker in den Reihen der Kirche. Dazu bemerkt Edmond Paris treffend, welcher Zynismus eines Kirchenfürsten. Welcher Zynismus eines Kirchenfürsten.
Wessen politisches Instrument wäre er gewesen, hätte er seine Stimme erhoben gegen das Gemetzel der Unschuldigen? Mit dieser interessanten Frage schließt das Unterkapitel. Wir haben noch ein paar Seiten zu gehen, bis wir das Kapitel abgeschlossen haben. Noch ungefähr 5 Seiten. Aber das wird dann für eine nächste Lesung sein. Für heute halte ich es hierbei genug, bei einer guten Stunde. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Hoffe, dass ihr eure eigenen Studien dabei macht. Und ich hoffe auch, dass ihr euch sehr zu Herzen nehmt, dieses Geständnis von dem 19-jährigen José Orejewski, das ich vorgelesen habe, dass wir verstehen müssen, wie die römisch-katholische Kirche solche Leute zu solchen Dingen bewegen kann. Wie sie solche Leute auf diese Art und Weise, sage ich jetzt mal, umdrehen kann, um solche Gräueltaten zu verrichten. Und dann auch noch, wie der Luburik mit einem Lachen im Gesicht. Mir vergeht das Lachen bei solchen Dingen. Ich kann dann nur noch weinen und beten, dass mein Herr dafür sorgt, dass solche Dinge in der Zukunft nicht mehr passieren werden. Aber die Heiligen Gottes müssen immer leiden, nicht wahr? In der Zwischenzeit werde ich mich ein wenig der Bibel zuwenden und das rate ich euch auch an. Lasst uns unsere Bibel lesen. Lasst uns vom Gott der Lebenden sprechen, lasst uns den Gott der Lebenden studieren und nicht den Gott der Toten, nicht den Gott dieser Welt. Lasst uns seine Gebrauchsanleitung für unser Leben lesen und verstehen, lernen und leben. Lasst uns die Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.